Willkommen zur Secret Pack Challenge. Ich fordere deine Lieblings-Yu-Gi-Oh! YouTuber und Streamer heraus. Wie funktioniert's? Wir drehen beide am Secret Pack Rad, um zu entscheiden, welches Secret Pack wir für diese Episode öffnen. Danach bauen wir ein Deck aus nur 20 von den gezogenen Secret Packs und duellieren uns in einem Match. Schalte auch nächste Woche wieder ein, wenn wir das Ganze wiederholen, aber die neuen Secret Packs unserer Kollektion hinzufügen und die Decks immer besser werden. Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Jawoll, gib mir den Bree! Oh, verdammt, ey, und dann aktiviere ich eine weitere Kopie der Kopie, Katze! Ich will wirklich verloren, ey. Bist. Oh nein! Rein in die Olga! Schmeiß eine Handkarte ab, Yami Boy! Oh nein! Du ein Bestdeck! Oh mein Gott! Oh nein! Yes. Oh, das gibt es nicht! Ich Spezialbeschwöre von meiner Hand, indem ich zwei Finsternis und ein Lichtmonster verbanne. Chaos, Tun, Drache, Leviathan. Was ist das denn? Gefährlich. Nicht, dass du meinen verdeckten Tun-Aktenkoffer aktivierst. Ich schaffe ihn zurück ins Deck, Brother. Aber das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Was? Weil ich nämlich nur Karten habe, die nicht once per turn sind. Absolute Cringe-Koryphäe hier. Oh mein Gott. Ich habe gesagt, ich habe wohl das beste Deck gepickt, was man picken kann. Oh, oh mein Gott. Ich meine, wir können auch so. Wie geht's dir? Gut. Sehr schön. Ich freue mich. Ja, zu Recht. Ich werde heute die Revanche holen, egal was ich ziehe. Ich habe ja heute 3 Spins, weil ich habe nochmal einen extra Respin. Und es geht heute um die Wurst, um alles oder nichts. Wenn du heute gewinnst, bin ich der absolute Oberloser. Aber wenn ich gewinne, habe ich die Episode gewonnen. Ach so, so einfach machst du es. So ein Ding wird es hier heute. Ah, okay. Na, ich bin gespannt. Letztes Mal war ja nicht so doll, ne? Hallo? Dann würde ich sagen, willst du als erster spinnen oder was? Kann ich machen. Ich darf ja nur einmal, ne? Ja, du darfst nur einmal. Okay, los geht's. Okay, noch sehe ich nichts, noch sehe ich nichts, noch sehe ich nichts. Okay, ich kenn's nicht, wie immer. Das ist der Klassiker. Oh, also tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, aber ja, an diese Typen hätte ich gar nicht gedacht. Ja. An diese Beschwörungsart. Aber das lässt sich mit jedem Deck, glaube ich, sehr gut kombinieren und damit kann ich leben. Damit kann ich es wunderbar leben. Let it rumble, Alter, let it rumble, come on! Gib mir was Gutes, ich muss heute gewinnen. Ich muss heute gewinnen, sonst ist es übelst peinlich. Oh, das klingt schon nach einem guten Pack, glaube ich. Ja, du kennst ja auch viele, wa? Okay, nee, doch, ja. Boah, wuh. Das behalten wir im Hinterkopf. Oh, das könnte schon sein, dass es das ist. Was hast du denn? Sag ich nicht. Okay. So, wir spinnen ein zweites Mal. Okay, aber wenn du jetzt das zweite, also du darfst dich von den dreien entscheiden, ne? Aber du darfst nicht alle drei. Okay, nee, ich darf nicht, das würde nicht funktionieren. Wunderbar. Ja, auch ein bisschen unfair. Okay, das klingt vielversprechend. Alles gut, alles gut. Oh mein Gott, du kannst einpacken. Ich spin noch das dritte Mal, aber du kannst einpacken, obwohl. High Rare. Oh mein Gott. Ist eins der teuersten Decks in Master Duel, weil alles so High Rare ist, was du als Playset brauchst. Ich glaube, wir sind besser dann mit dem ersten schon mal. Ich spin jetzt noch mein drittes Mal. Mhm. Der Chat schreit, nein, das nimmst du nicht. Okay. Boah, knapp an dem Albas-Pack vorbei, schade. So, was ist das? Aha. Komm schon. Er weiß es nicht, das ist mal gefällt gar nicht so schlecht. What the fuck? Ach so. Und? Hat nur nicht geladen, Alter. Da wurden gerade keine Super Rares geladen. Dachte ich, what the fuck? Keine Super Rares im Pack? Ja, das ist auf jeden Fall nicht. Es ist das erste. Also. Es ist tatsächlich. Also, das zweite ist einfach zu High Rare. Da schönes draus kochen, okay? Okay, dann bin ich gespannt, ey. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Openings, in den Deckbau und dann treffen wir uns am Ende wieder. So sieht's aus. Bis gleich. Bis gleich. Ja, ich weiß nicht. Habe ich mir zu wenig Zeit gelassen zum Nachdenken? Aber ich glaube, that's the way. Wir haben Psyframe als Handtraps hier drin und wir haben Time Thieves hier drin. Und wir sind auf die Karten hier im Ultra Rare Slot gar nicht angewiesen. Überhaupt gar nicht. Lambda wird erzeugt.
Unser Secret Pack ist da. Oh mein Gott, sind wir ready? Einmal kostenlos ziehen, Baby. Boah, imagine, wir ziehen IP, Alter. Aber IP ist die Frage, ne? Da braucht man halt auch ein Bossmonster für, wo man dann reingeht. So, linke Hälfte. Absolut useless. Guck mal, da kommen schon die ersten Psyframe-Karten. Müssen wir dann am Ende richtig S-Force auch dabei. Und das erste Synchro-Monster. Cool. Ich glaube, wir haben heute richtig gute Chances. Ich hoffe, das Pack von Yami Chris war nicht so gut. Wir haben Pendel gezogen, meine Freunde. Also wir haben hier zu viel UR-Karten. Also die hier sind geil, aber schau mal, wie viel SR wir ziehen müssen, damit das Weil wird. Also das ist wirklich... Wir bleiben also bei Gladbeast. Wie waren die Regeln der Challenge gleich nochmal? Wir drehen beide am Secret Pack Rad, um zu entscheiden, welches Secret Pack wir für diese Episode öffnen. Da muss ich nochmal gucken, aus welchem Pack wir da was gezogen haben. Ah, stimmt, ich habe letztes Mal keine UR-Karte bekommen. Sensationell, Leute. Alter, das Pack muss aber jetzt reißen, Alter. Jawoll. Okay, den kann ich nicht spielen, aber den können wir spielen, meine Freunde. Da brauchen wir halt einen Namen, das ist halt immer nicht so dolle. Wir werden auch gleich nochmal reingehen und 10 Packs öffnen. Da leuchtet deutlich mehr. Guck mal, wir haben jetzt 5. Da haben noch so zwei andere Gladiatoren, würde ich mitnehmen. Ich glaube, den hat man schon. Jawoll. Oh, das ist nice. Ja. Die Endbestrafer, darauf werden wir niemals kommen. Oder gibt mir noch was? Ja, okay. Okay, so nochmal ein Upgrade. Coach King, Riesentrainer. Dann gehen wir jetzt ins Deckbuilding rein. Mal gucken, was das alles so verändern wird. Aber wir gehen auf jeden Fall in die Psyframes. Wir müssen ganz dringend als Common den Driver ziehen. Den Treiber. Wow! Let's go! Leider auf der falschen Fallgrube. Geil. Obwohl, müssen die genormelt werden? Ja, genormelt. Obwohl, wenn er... Ja, mal gucken. Aber hier auch Synchromonster. Generisch gut. What? Ja, Gamma! Gamma! IP! Junge, er rastet komplett aus! Hallo? Das Pack läuft ja mal übelst gut. Oh mein Gott. Wie gut. Immer noch kein Driver, Alter. Das ist eine Common. Das ist jetzt der zweite Gamma. Ey, wir haben keinen Driver. Das wär so traurig, wenn wir jetzt keinen Driver ziehen. Alter, wir haben keinen Driver. Alter, immer noch kein Driver. Noch ein Lambda, Alter. Ey, das Pack ist insane, ne? Aber wenn man keine Karten craften kann und keinen Driver zieht... Oh mein Gott, war das gut aber. Watch, guck mal, wie gut das war. Okay, wieder viele Super Rares. Ey, das kann nicht sein, wir ziehen keinen Driver. Nein, nein. Oh, ey, ein Playset von dem Bre wäre schon gut gewesen. S-Force Rapper in Royal Finish. Playset Gamma, die Karte ist leider auf 2. Ey, come on. Wir ziehen keinen Driver. Das ist eine Common. Das ist eine Common. Alle Psyframes sind offline. Nee. Nee, wir haben keinen Driver gezogen. Das ist eine Common. Gladbeasts, wir kennen sie, wir lieben sie. Hat Schlomo dagegen dieses Mal eine Chance? YouTube, ja, ihr habt's gesehen. Das unglücklichste Opening ever. Gleichzeitig viel Glück, gleichzeitig genau zur falschen Zeitpunkt Pech gehabt. Was meine ich damit? Wir haben coole Ultra-Rares gezogen. Blitzsturm krass, IP-Masquerina krass, guten Zeit-Deep-Pool, guten Psyframe-Pool. Aber die Psyframes sind alle nicht live, weil wir den Vanilla nicht gezogen haben. Das Einzige, was wir gezogen haben, ist Psy-Hüllen-Multithreader, die Rare, by the way. Die Rare haben wir gezogen. Diese Karte wird zu Psy-Hüllentreiber in der Hand und im Friedhof. Das heißt, wir brauchen unbedingt diesen Multithreader in unserer Hand. Man kann ihn ein bisschen searchen. Mit dem Link-Monster Lambda, wenn ein Psy-Monster gebanished wird, dann können wir was in der Endphase searchen.
Ja, es ist sehr, sehr suboptimal. Mal gucken. Ich würde mich aber freuen, das in Kombination mit Psi-Hüllenüberladung zu zocken, weil ich kann ein Psi-Hüllenmonster in meiner Hand banishen und dann eine Karte beim Gegner verdeckt verbannen. Das ist ganz cool. Wir spielen halt im Main-Deck 7 Psi-Hüllen. Ansonsten haben wir noch ein Levianier drin. Wir haben ein paar generische Traps drin, bodenlose Beute des Jirai Gumo. Doppelangeln wird cool und unser Zeitdieb-Pool ist auch ganz cool. Den besten Zeitdieb haben wir als Playset. Den kann man tributen und zwei Zeitdieb-Monster vom Deck specialen. Und in Kombination mit unserem Sagenhaft-Pool haben wir Zugriff auf Synchro-Monster, haben wir Zugriff auf Exis-Monster. Und damit muss heute Yami Chris einfach mal vernichtet werden, denn es geht um die Wurst. Doppelt oder nichts, ich kann heute auf gar keinen Fall verlieren. Da war jemand aber flink. Ja, ja. War wohl nicht so schwer. War nicht so schwer, das mag sein. Oh, oder oh. Weil ich sehr insane gezogen habe. Oh Gott. Über die Fillerkarten so viel Gedanken machen musste. Oh nein. Man, das gefällt mir nicht, dass du so confident bist. Oh. Ich gehe... Ich glaube einfach das Herz der Karten. Ich gehe second. Oh. Was passiert denn hier? Hä? Was passiert denn hier? Er lässt mich mit meinem Altergeist-Deck einfach first gehen? Oh nein! Jetzt habe ich eine krasse Karte. Ich hoffe, sie kommt auch zum Tragen. Oh oh. Taschenbuch der Taschenspielerei. Nee, du hast jetzt nicht... Hat Rune schon ein Secret? Warte. Du wirst dich wundern, was hier passiert ist. Taschenbuch der... Füge alle drei Karten deiner Hand hinzu? Yo, what the? That Beast! Und okay. Damit beende ich meinen Zug. Okay, ist natürlich wild. Ja, ich hoffe, die Karte kommt zum Tragen. Das heißt, ich muss drei Turns überstehen. Okay, ich beschwöre, man wird jetzt direkt sehen, was ich zock. Bist du ready? Ich bin richtig gespannt, ey. Ich normal beschwöre. Oh mein Gott. Side Deep Regulator. Nein. Oh doch. Oh nein, aber ich habe eine Ash auf der Hand. Da hast du nicht. okay, wie... Oh, das ist ja insane. Ja, yeah. Okay, warte, kurz lesen. Da bin ich gespannt, ob du die guten Targets jetzt gezogen hast. Habe ich. Tatsächlich habe ich das im TCG schon mal gespielt, das Deck. Oh, dann wirst du mir jetzt jeden Missplay aufweisen können. Der ist... Oh, ist gut. Ja. Also, der ist auf jeden Fall sehr gut. Der ist gut, ne? Weil die Trap ist insane, wenn du die hast. Welche denn? Werde ich gleich sehen. Ich bin gespannt, was da kommt, ey. Ich adde auf meine Hand. Ja. Zeitdieb Zurückdrehung. Ah, die ist gut. Okay. Oh nein. Und das ist bestimmt, die XC-Monster sind bestimmt alle nur N und Rs oder so. Redua ist eine Ultra-Rare. Spoiler schon mal habe ich nicht gezogen. Oh, dann sonst überleg noch einen Zug. Ja, nee, ich würde schon... Gib mir nur eine Second. Ich beschwöre schon noch was. Oh, geile Tasse. Also ich glaube... Ey, ist cool, oder? Ja. Die ist so mit... Wenn es warm wird, kommt so der Hintergrund. Nein! Das ist ja nice. Ja, Mann. Okay, ich beschwöre... Okay, wir spielen um die Tasse. Nee. Wenn du jetzt gewinnst... Darfst du sie behalten? Nice. Die Stakes gefallen mir doch. Okay, wir gehen rein in die Battle-Phase. Oh, der kann einfach was Krasses, oder? Ich muss überlegen. Ich hab deinen nicht gelesen. Was? Oh, nee. Oh, ist das cringe! Das nennt man Handtrap. Nein. Regulator triggert im Grave. Was? Was tut er? Wenn ein Exis-Monster durch Kampf zerstört wird, kann ich ihn specialen. Aber will ich das gerade? Nee. Ist der Monster-Turn mit dem Special? Ich hoffe. Ja. Aber der wird gebanished dann, wenn. Okay, machen wir mit ihm weiter. Alter, ich schwör, das ist doch eine One-Off da, dein Vespasius, oder? Nee, der ist auf 3. Und wir wollen. Digga, ich hasse es jetzt schon. Ich hasse es so bad. Überlegen. Wir wollen, glaube ich, ihn holen. Wir ihn ab. Und ziehen zwei Karten. Wild. Einfach Top der Gear. Nicht ganz Top der Gear, aber für Gladbeast fast wie Top der Gear. Ich glaube, die Trap macht aber nur was, wenn du ein Side-Tip hast, ne?
Ah, das würde ich an deiner Stelle gar nicht herausfinden wollen und einfach passen. Siehst du das? Die Karte kommt wahrscheinlich nicht zum Tragen, weil du vorher schon rote Karte wurdest. Ist der frech? Ist der frech einfach? So, holen wir uns einfach einen Beatstick? Ich glaube schon. Ich glaube, wir holen uns einfach mal ihn auf die Hand. Mhm. Die haben ja beide leider keine Effekte. Aber ich habe tatsächlich ein paar UR-Karten gezogen. Oh, oh. Ich schwöre, wenn er jetzt mit Flederwisch kommt, ich raste aus. Wir kommen erstmal mit ihm. Ja. Sind 4-8. Ja, jetzt hast du Spiegelkraft gezogen, also die killt mich einfach komplett. Das kann sich ja nur um Link-Monster handeln. Nee, Fusion. Ich brauche keine Poli. Tatsächlich. Da kann ich schon mal aufklären. Hast du aus der Poli generischen Hälfte Gladbeast Ultra Rares gezogen? Das ja. War wild. Ja, es ist unfassbar. Hä, wirklich? Und? Ja. Yo, what? Nein. Aber die brauchen halt einen Namen. Und den habe ich nicht. Von daher werden wir wahrscheinlich erstmal in ihn hier gehen. In meinen Link-Monster, den guten Drages. Weißt du überhaupt so? Ah, Dragase. Dragases. Dragases. Okay, sure. Okay. Dann können wir als nächstes in die Battleface gehen. Oha. Nicht so schnell, mein Freundchen. Das. Und wir wollen eine Karte zerstören in derselben Spalte wie Beute des Jirai Gumo. Ha! Bitte, ey. Hops genommen. Krass, ey. Die ist gut. Ja, die ist cool. Aber der ist besser. Ja, ey, der ist cringe, sag ich. Wir wollen. Dich holen wir auf jeden Fall. Der ist super. Und dich holen wir, glaube ich. So. Dann machen wir erstmal. Oh, nee. Ihn hier? Nee, am besten gar nichts. Holen uns ihn wieder auf die Hand. Und ihn. Um sie zu schießen. Was auch immer das ist. Ja, es könnte alles sein. Das könnte wirklich alles sein. Sehr gut. Ah, der Bre wieder so. Auf der Hand. Unangenehm. Und jetzt würde ich sagen, machen wir gar nicht mehr allzu viel. Und, oh Gott, wollen wir in die Endphase gehen oder wollen wir doch noch ein Link-Monster machen? Was würdest du machen? Ich würde safe das Link-Monster machen. Oder ein Xyz. Xyz kann ich auch machen. Baruska in Attack Position. Du willst ihn ja nur nicht wählen können. Ja, richtig. Das wäre ganz schlecht für mich. Naja, pass auf, wir beenden. Okay. Wir beenden mal. Mal gucken, ob das ein Fehler war. Mal schauen. Okay, ich aktiviere. Geschäfte mit der finsteren Welt. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Oh, Dankeschön. Das ist cool. Okay, wir schmeißen. Oh, das ist jetzt echt schwierig. Okay, warte mal. Boah, ich will eigentlich gar nichts aus meiner Hand abschmeißen, bin ich ehrlich. Dann mach es nicht. Dann lass den Effekt einfach. Wir behalten beide unsere Handkarten und spielen einfach so weiter. Okay, ich muss die hier abschmeißen. Oh, ja. Dann schmeiß ich die ab. Ah, nicht dein Ceranimus oder wie der hieß? Weißt du, der heißt Vespasius. Okay, cringe. Ich schmeiße sagenhafte Grimro ab. Er hat das kombiniert. Alter. Und search Aha. mir Marcusia. Für später. Okay. Nehmen wir mal den Grund super soliden. Ich bin gespannt. Mal gut, dass du keine. Ach doch, Synchro kannst du ja auch machen mit dem Monster, wa? Ja, das ist der Plan! Ah. Damn. Wir gehen in Psy-Höhlen-Lord Zeta! Was macht der denn? Ah, okay. Jetzt muss ich ganz kurz hochscrollen und nachlesen, um wie viel ATK dein Bre deine Monster boostet. Das kann ich dir sagen, um 500. So nett bin ich. Diese Karte Special heißt, ich könnte eigentlich safe alle Monster hier gerade angreifen. Ich würde sagen, schon. Warum? Weil die dann zerstört sind. Aber kann der alle angreifen? Du kannst nur eins angreifen. Hat der den Effekt, dass du mehrere angreifen kannst? Nee, aber von den Attack Points könnte ich alle angreifen. Achso, ja, das gönne ich dir. Ja, dann greifen wir doch. Okay, ich will mal kurz was lesen. Ich glaube, wir machen den trotzdem. Du wirst mir den wahrscheinlich banishen wollen. Aber ich will nicht so viele Lebenspunkte verlieren. Hast du richtig gecallt?
Wir banishen ihn tatsächlich. Setten eine Karte verdeckt und beenden den Spielzug. Okay. Okay. Boah, Digga. Es ist schon wieder so. Oh mein Gott. In der nächsten Silberfest ist es soweit. Oh mein Gott. Ich gebe plus 3. Wildisch. Ach, Weltklasse, ey. Weil unsere Duelle auch nur so lange dauern, klappt der Quatsch auch noch. Taschenbuch der Taschenspielerei. Drittes Standby. Wahnsinn. Das ist halt wirklich Wahnsinn, dass das durchgeht. Ich würde sagen, wir specialen einfach nochmal was. Ja, sure. Und werden da den kleinen Dude nehmen. Nimm ihn. Der hat nämlich genug ATK. Mhm. Und werden jetzt, wenn wir das machen... Overlay. Warte mal. Jetzt haben wir ja den Namen, den ich brauche. Wo? Okay, machen wir dich noch. Alter. Und es geht nicht. Warum geht es nicht? Was ist los? Ja, okay. Das ist natürlich dann unglücklich gewesen. Nicht schlimm. Dann machen wir wieder eine Linksammen. Linksammen. Do it. Dich weg und dich weg. Mhm. Habe ich ein bisschen anders vorgestellt. Aber manchmal muss man Dinge nehmen, so wie sie kommen. Oh, Link 2. Nimm mal mit. Man kann sich nicht alles aussuchen. Ja. Das ist traurig, aber so ist es. Du hast meine verdeckte Fallenkarte aktiviert. Hüllenüberladung. Ich verbanne Gamma und banische dir dein Breve. Oh! Das ist sogar permanent, ey. Ja. Und wenn du dich fragst, warum habe ich nicht Gamma aktiviert, um irgendwas zu negieren? Imagine, du ziehst Driver, die fucking kommen nicht. Cringe Pack, sag ich. Okay. Oh. Zeta, komm zurück. I'm a Zeta Girl. Okay. Reaktivieren Effekt auf jeden Fall von dem sagenhaften Abank. Und pitchen Marcosia. Okay. Und specialen ihn in Defense. Marcosia-Effekt. Addet mir den sagenhaften Verrat. Ja. Ist broken. So. Oh, kann okay. Der Vespasius noch irgendwas? Nee, ne? Der Attack Boost kommt jetzt nicht nochmal. Das war's schon. On top, ne? Nee. Okay, das heißt, wir killen da deinen Tygerius. Und in der Main Phase 2 aktivieren wir nochmal Zetas Effekt und banischen deinen Bre weg. Ich glaube, den brauchst du nicht. Ja, der ist schon nicht so schlecht, aber man spielt ihn ja öfter als einmal. Ja. Würde ich an deiner Stelle nicht. Also gerne in Game 2 und 3 rauscutten auch. Jetzt beginnt Standby Phase 3. Das ist zu wild, Digga. Nein! Oh, jetzt bin ich am Losen, Alter. Und jetzt guck dir das an! Aber drei Karten. So, das hätte das natürlich ein Problem. Und deswegen machen wir erstmal das hier. Ziehe 3, sagt er. Ziehe 3 steht dort. Als hat er nicht genug Karten schon. Wir sollen die machen. Das ist einfach hops genommen. Einfach komplett. Den hier noch. Jetzt muss ich mal kurz lesen, ob der Twerp wählt. Wähle eine sagenhafte Monster in deinem Friedhof und eine Karte auf dem Spielfeld. Ah, die wählt. Das ist super. Dann habe ich hier den Counter gezogen. Nimm das. Cool, man. Ja, ey. So. Mach einfach, wie du denkst, ja. So, und ich habe eine krasse Karte gezogen. So, dann beschwören wir noch zusätzlich unseren Versuchstiger. Oha, der T-Shirt. Wir könnten jetzt eine Karte, sie ihn als Tribut anbieten, um ein anderes Gladiatoren-Ungeheuermonster zu wählen. Und das dann was aus dem Deck zu speichern, glaube ich, genau. Aber das ist leider dann kein Gladiatoren-Ungeheuer-Effekt. Oha. Wir tun es trotzdem. Ja, tu es trotzdem. Weil er einfach schlecht ist. Ey, da steht Special Summon vom Deck. Also. Das ist schon mal ein super Effekt, das stimmt. Ich würde gerne haben wollen. Wo ist er? Den zweiten! Das ist zu wild. Dann aktiviert sich sie noch. Und specialt mir nochmal was vom Deck. In Defense. In Defense, das ist leider richtig. Und das ist dann in dem Falle. Zack. Und dann gehen wir jetzt mal in die Battle Phase. Hast du gerade
Battleface gesagt. Ich habe Battleface gecallt. Kannst du mir nochmal deine permanente Karte einmal genau lesen? Dein Gegner kann geleitet tun, ungeheuer Monster, die du kontrollierst, nicht als Ziel für Karteneffekte werden. Außer, oh nein, Gott, oh mein Gott. Der Battleface. Let's go. Aber geht das wirklich durch? Ja. Wir werden sehen. Was? What? Was ist das jetzt? Er nimmt mich komplett hops. Wahnsinn. Sie. Digga. Bam. Alter. Digga, das ist ein Negate. Was? Das ist ein Negate. Richtig. Wir nehmen dir den da weg. Never. Gut, und dann das, darfst du. Das schmeckt nicht. Ah, den Dude habe ich gezogen. Ah. Oh ja. Das der ist... hat noch Play? Ja, habe ich. Ich nehme auf meine Hand einen Gamma. Ja. Und Zeta-Effekt Resolve. Ja. Im Back. Thinking. Ich gehe rein in die Battle-Phase. Mhm. Ich kill mit Zeta dein Defense-Monster. Aktiviere Zetas Effekt, um dein Fusion-Monster in der Battle-Phase zu banishen. Mhm. Und aktiviere meine Perma-Falle und banische Gamma und banische dein Vespasius. Okay. Das wird also doch nochmal spannend. Ja, das Ding ist, ich fühle mich, dass ich so gerade so strampeln tue, um mich über Wasser zu halten, Alter. Und den See, das ist halt ultra nervtötend. So. Dann habe ich jetzt nur die Möglichkeit anzugreifen, um vielleicht mal was zu machen. Ich kann mir vorstellen, was jetzt passiert. So, wir brauchen jetzt... Die Trap ist unfassbar nervtötend. Ja. Aber das weißt du wahrscheinlich selber. Nein, nein, du würdest doch die nicht schießen jetzt. Du bist ja ein Ehrenmann, das wirst du ja gar nicht tun. Die Frage ist, wie viele Gammas hast du gezogen? Alle. Die Karte ist auf 2 in Master Duel. Na gut, dann sind sie ja raus. Ja. Aber gut, du kannst ja noch andere abwerfen. So, machen wir das hier. Enden uns unsere Quickspell. Können wieder was specialen. Alter. Du gehst so viel plus. Ich kann das gar nicht aufhalten, Alter. Das ist zu wild. Ja, es hat mich halt direkt der Anfangsmove mit deinem Vespa da, der hat mir schon hops genommen. okay. Dinge, die passieren. Aktivieren wir die gleich? Digga, boah, der macht noch einen. Aber jetzt kommt nur noch der Vanilla, oder? Ich hab noch was gezogen. Der nix macht. Ich hab noch ein Beast. Beast? Sie. Oh, what the heck? Kann ich durch Kampf zerstört werden, falls diese Karte angreift oder angegriffen wird? Keine Karten aktivieren. Am Ende der Battle, falls diese Karte angegriffen wurde. Okay. Boah, Bro! Da bist du. Okay. Ah. Komm, gib mir ein Top-Deck. Das ist so. Aber ich find's mega interessant, wie du deine Decks miteinander kombiniert hast. Tja. Klingt ja nur nichts, wenn es nicht funktioniert. Okay. Wir gehen rein in die Battle-Phase. Wir killen hier deinen... Ah ne, kann nicht durch Kampf zerstört werden, heißt es, ne? Das ist richtig. Okay, ja, wir machen zumindest Damage. Okay, nee, doch. Andere wahrscheinlich. Wenn ich angreifen war. Ah, okay. Das ist cool. Dann aktivieren wir Zeta-Effekt. Machen deinen Spell Trap Negate. Einmal kurz weg. Und aktivieren und... Das kann doch nicht wahr sein. Ich spiele einfach die Karte, die im Grave und in der Hand als Höhlentreiber gilt, Mann. Wie oh arm. Nein. Wie arm, Alter. Ich komme hier also nicht ins Play, ey. Ja, was soll ich sagen? Ich bin nur am Banishen von deinen Bräs, aber kommt immer mehr.
Wie eine Plage, diese Viecher. Ah, ich muss die doch loswerden. Okay. Nein, Bro, calm down. Chill, Bro, Bro. Chill. Reicht's hier. Du jetzt kannst auch den Effekt nicht aktivieren zum Specialen vom Deck. Durch muss. Nein. Da steht, du kannst sie ins Deck mischen. Kann Effekt. So, nee, das ist nicht falsch. So, ich habe keine andere Wahl. Nein, er hat meine... Weg damit. Tja, aber Pech für dich, weil jetzt ziehe ich gar keine Höhlentreibermonster mehr. Ist eh egal. Das werden wir gleich noch sehen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Watch. Was holen wir uns denn? Es gibt diesen einen Top-Deck, Chat. Es gibt diesen einen Top-Deck. Ich brauche den hier. Dann bin ich im Game. Okay. So. Okay. Dann bin ich wieder. Cool. Sierino? Junge! Was? Was macht der Junge? Ich aktiviere meine Falle im Grave. Gut, die kann noch was. Ja, die kann searchen. Habe ich vorhin schon aktiviert. Ach stimmt, du hast sie schon einmal gemacht. Ja. Nicht, dass es nicht bei uns per Duel ist. Wir adden uns den Field Spell. Ey, was gibt's denn alles? ja. Also falls ich einen Psyframe-Monster so specialen sollte, kann ich direkt einen Synchro-Summon machen. Und am Beginn des Damage-Steps, falls ein Psyframe-Monster kämpft, kann ich ein Psyframe abschmeißen und das kämpfende Monster kriegt Attack-Points in Höhe vom gegnerischen Monster. Hört sich einfach zu gut an. Was? Hört sich einfach zu gut an. Hühner, Pavian? Digga, der Spice. Okay, dann der Top-Deck. Ich Normal Summon. Side-Deep Regulator. Wait. Aber du kannst den Effekt nicht machen, ne? Nee, warum nicht? Habe ich keine Targets mehr? Nee, du musst das kein anderes Monster kontrollieren. Cringe. Das lässt sich natürlich einrichten, indem wir in die Battle-Phase gehen. Aha. Leider war. Okay. Das ist die Synergy. Siehst du sie? Siehst du die Synergy? Side-Deep Regulator Effekt. Der Zeta geht mir so auf den Sack, ey. Das gibt's gar nicht. Oh, die ist gut. Die hättest du gleich holen müssen. Okay. Und was lege ich jetzt auf den Grave? Kann der was in Grave? Den kann ich noch millen. Ja. Sagen wir mal so, mein Pool war eher schmächtig. Mhm. Aber nicht schlimm. Und jetzt ist die Frage. Ich kann die ja eh nicht targeten, weil ich habe nur noch 30 Seconds. I guess zum Plussen. Okay, wir machen so. Bin gespannt. Ach, schon wieder der Dude. Aha. So, jetzt muss aber ein Top-Deck her, ey. Oh boy. Leider. Ich habe jetzt 30 Seconds noch. Time. Oh nein. Ding ist, ich kann leider nicht angreifen, weil das zerstört werden würde. das ist natürlich schade. Nee, habe ich mich zurück? Beenden. Ich habe mich zurück ins Game gegaunert. So, wir attachen einen Spell an ihn. Okay. Oh ja, jetzt wird's wild. Jetzt wird's richtig wild. Oh. Okay, das machen wir noch nicht. Aber Zeta kommt weg. Der Zeta-Peter. Wir mal seinen Effekt. Detach. Eine KD. Erhol ihn in Defense. Mal vorsichtig hier. Jetzt bin ich gespannt, ey. Okay. So. Ich kann noch mehr machen. Banishen. Gib mir will ich das verlieren? Oh. Noch nicht. Okay. Okay, wir gehen erstmal rein in die Battle-Phase, sonst verliere ich das Ding hier in Time. Wir killen den Bre. Wir aktivieren Zeta-Effekt, um deinen Typ zu banishen.
Gehen rein in die Battle-Phase und Overlane für Zeus. Du sag bloß, du hast Zeus gezogen. Niemals. du quackst einfach, ey. Oh Gott, wir können spielen. Wir können spielen. So, wir müssen jetzt in die Battle-Phase gehen. Und ihn leider Gottes angreifen. Vespa wahrscheinlich. Nee. Oh. Was passiert hier? Ich attach mir eine Karte. So, willst du jetzt angreifen? Oh, damit hat er mich. Jawoll! Holt sich der Schlomo AW zurück ins Game, Alter! Oh nein, ey. Junge! Was für Plays der Junge hier macht. Der ist so krass. Oh nein. Der ist so krass, der noch. Junge. Ist so das krass. Hab ich jetzt verloren? Ja, Mann. Ich hab's verloren? Ja. Nein. Okay. Kann aktuell im Grave nichts aktivieren. Hat er es gebanished? Ah, ja. Dann nicht. Aber warte, ich muss kurz rechnen. Ist noch 100, ey. Normal Summon! Den oh nein! Biberkrieger! Okay. In sagenhaft Edition. Rein in die Battle-Phase. Jawoll! Jawoll! Oh mein Gott! Oh mein Gott, yes! Hat der ein Glück, ey. Glück? Mann! Es ist also purer Skill! Also die Trap muss nächstes Mal weg. Zeit Zeitdieb sagenhaft. Oh Tier Mann, Zero, ey. Baby! Let's go! Okay, okay. Er hat das Game gerissen. Okay. Wie wäre es mit noch einem Duell? Ja, natürlich. Best of three. Ich mach Turn 1 Zeus. Hast du noch nicht gesehen, sowas? Sagen wir so, die sechste Karte gefällt mir auch. Werden wir mal sehen, was hier gleich kommt oder nicht kommt. Wir wollen uns adden. Imagine Driver haben im Deck. Imagine. Die kommen. Wollen wir die hier? Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal bei 1-8 rein. Mach mal. Du Schurke. Ah, hier spiele ich auf Zeit. So, mal gucken, ob jetzt ein Gamma kommt. Ach, du hast den Driver ja gar nicht. Was? Ich gar keine Sorgen. Ich wollte es nur nicht aktivieren. Er wollte es nicht aktivieren. Ich habe mich dagegen entschieden, gerade bewusst. Wir werden mal ihn holen, uns was suchen und etwas. Wir werfen dafür ihn ab und wir werden etwas spezial beschwören. Und jetzt fangen wir an, das Feld zu fluten. Oh, wir gehen dann in die zweite Battle Phase. Ne, warte mal. Es gibt tatsächlich Karten, die dich eine zweite Battle Phase machen lassen. Davon hast du aber keine aktiviert. Ja, noch nicht. Noch nicht. Okay, ja, kommt gleich. Und auf die Hand wollen wir uns. Ich glaube, wir holen uns unsere Handtrap auf die Hand. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann setzen wir noch eine. Mhm. Und versuchen jetzt einfach nochmal unser Link-Monster. Und dann bist auch schon du dran. Wowie! Okay, komm. Alles diesmal. Guter Draw. Komm schon. Das ist... Okay, okay, ich aktiviere erstmal den Effekt von sagenhafter Marcosia. Das macht sie. Der pitcht zwei Monster, darunter ein sagenhaft Monster, und dann kann ich ihn specialen. Wollen wir das verhindern? I don't know. Ah, ist erstmal okay. Ist erstmal okay. Ist erstmal okay, sagt er. Okay. Ein sagenhaft Monster. Und jetzt habe ich die Qual der Wahl, Alter. Wir pitchen Gamma. Zerubel-Effekt zum Special Summon. Ja, damit kette ich schon mal an mit meiner Trap. Vielleicht wird es ja doch mal relevant. Okay. Noch macht sie nichts. Mann! Okay. Watch. Okay, dann summon wir auch schon. Den Bree kennst du vom letzten Mal. Ja, leider. Sagenhafter Ant-Wrath. Effekt. Ich kann jetzt zwei Karten ziehen und eine abschmeißen. Oder du negierst den Effekt, indem du eine Karte abschmeißt. Das werden wir negieren. Cringe. Hätte ich jetzt nicht gemacht.
Aber weil du ein Monster abgeschmissen hast, darf ich es auf meine Seite specialen. Tata! Das war der Plan. Jetzt aktiviere ich Zeitdieb in Betriebnahme und Special Summon von meiner Hand. Zeitdieben Regulierer. Okay. Und Milne-Karte. Ich frage, was? Was ist das beste Target? Auch nix. Also ich habe die Wahl zwischen Flyback oder dem Lünettenschiff. Macht der noch was im Grave? Alles nicht, sag ich mal, so super geil. Aber wir wählen mal den. Okay. Geht durch. Und dann Special Summon. Summon. Ich summon. Tun Zeitdieb. Okay. Wir specialen ihn. In Defense. Mhm. Aktivieren wir seinen Effekt. Und wählen den Spell. Ah, okay. Ja. Und wir gehen rein in die Battle-Phase. Und ich greife mit meinem Federbrä an. Das war ein Fehler! Kann ich den nicht dran chainen? Nein. Warum nicht? Weil ich zu gut bin. Ich weiß auch nicht. Ach so, aber hier. Dein Gegner kann Ende des Damage selbst weder Karten noch Effekt aktivieren. Okay. Ach so. Stimmt. Da habe ich mich jetzt wohl selber hops genommen. Und ich muss angreifen. Wow. Genau, du musst. Okay, wow. Dann gehen wir zurück. Ganz schnell. Ganz flink, aber ins Game 3 wahrscheinlich. Jesus Christ. Okay, wow. Ich dachte jetzt, ich übernehme die Kontrolle über deinen Vespatius oder so. Nee, nee. Okay. Boah, ist das hart, Alter. Den. Ist das hart. Das ist ein hartes Matchup hier. Das, ja, okay. Ja, moin. Shit. Und dein Perma-Spell triggert auch gleich. Boah, Digga. Mach nicht so, ey. Das ist voll. So. Oh, jetzt kann ich die Trap noch machen, aber das wäre ja Blödsinn. Das wär Warum konnte ich die Trap vorher nicht machen? Das verstehe ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, gut, ne? Ich würde sagen, wir einigen uns hier bei diesem Game auf ein Unentschieden. Ja, der wird die Fies. Also. Okay, dann mach ich es kurz und schmerzlos. Ja, ja. Es könnte aber noch eine Psyframe Battle Trap sein. Eine Battle Trap? Ja, aus dem Deck. Ich aktiviere sie mal noch nicht. Okay. Die kann sich aus dem Deck specialen und die Battle Phase beenden. Das ist eine neue Karte. Das ist krass. Das ist krass. Das ist neuer Support. Hätte ich mal doch das Link Monster Channel geholt. Ja. Ah, gemissklickt. Ah, habe ich nicht aktiviert. Ah! Jesus Christ, ja. Alter. Wie habe ich das erste Game gewonnen, Alter? Okay. So. Wowie! Okay. Ja. Ich kann dir nur raten, dass du etwas aufs Board bringen solltest. Tue ich auch. Gut gemeinter Rat. Jetzt kommt er mit seiner scheiß Trap schon wieder um die Ecke. Was? Wir machen das. Okay. Dann aktivieren wir diese Zauberkarte und Special noch etwas aus der Hand. Krass. Und dann gehen wir schon rein in die Battleface. Unangenehm. Du hast ja gut. Ich wusste es. Hat er die Fusion? Nope. Okay. Wir müssen recyceln und wollen uns. So, bist du das? Nope. Die ertrage ich nicht mehr länger. Hä? Was ist das denn hier? Und dann beende ich auch schon meinen Zug. Come on.
Die Karte war es nicht. Oh, aber ich kann das hier aktivieren. Das ist gut. Ja, das kannst du. Das ist wirklich gut. Das ist ein sehr, sehr guter Effekt. Ja, wir searchen auf die Hand. Gamma. Zu denen hast du, ey, das ist frech. Der ist super rare. Das ist okay. Ich sette eine Karte. Oh. Ich sette eine zweite Karte. Eine dritte Karte. Das gibt es doch nicht. Und beende mein Spielzug. Der hört einfach nicht auf. Ja, ja, das ist so crazy. Ah. Uns der Backrow entledigen mit dem Harpien. Nein, Spaß. Du, wenn du wüsstest, was ich in meinem Deck habe, die mir leider noch nicht. Krank. Dann nehmen wir jetzt den guten Dude auf die Hand. Der gute Dude. Okay. Dann werden wir mal gucken, ob da was geht. Ich aktiviere schon mal Jirai Kudo. Ah, okay. Karte zerstören. Let's go. Okay, das ist natürlich gut. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Du machst mir alles zunichte. Mhm. Oder vielleicht nicht. Wow. Du bist in meine verdeckte Fallenkarte reingelaufen, sagenhafter Verrat. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Let's go. Nun gut, dann muss ich wohl was zerstören. Nein, nein, nein. Halt, stopp. Kannst du wieder in diesen Zeter gehen? Das möchte ich auf keinen Fall. Der Chat schreibt, wie zum F hat Schlobo hier eine Chance zu gewinnen? Ah, wir schießen dir. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Obwohl, ja, weiß ich gar nicht, was man hier, ja. Ist gar nicht so einfach, ey. Nee, ist überhaupt nicht einfach. Vielleicht ist es auch komplett irrelevant, weil meine Handkarte eh alles machen kann, was ich will. Es ist nämlich Super Heavy Samurai Wakaoshi. Wir nehmen den hier. Okay. So, und dann könnten wir das machen, könnten noch was anderes holen. Oder passen. Tatsächlich müssen wir passen. Wir haben eine Chance, Chat. Woo! Come on! Guter Top-Deck. Ah! Oh. Nein, nein, lass ihn. Mach nicht die. Junge, was für ein Top-Deck! Okay, wir Special Summon erstmal. Obwohl, warte mal, warte mal. Vespiasus sagt, wenn ein Gladbeast kämpft, richtig? Genau. Dafür muss ich eine Karte abschmeißen. Nee, ich bin zu greedy. Ich bin zu greedy. Wir machen so hier. Let's go, wir holen Andrath. Der Name ist einfach so fucking sick, dude. Willst du eine Karte abschmeißen? Ansonsten kannst du zwei Karten ziehen. Ja, Mann. Das ist gut. Zu heftig. Haha! Du hast denselben Fehler again gemacht. Ich aktiviere seinen Effekt und special ihn auf meine Seite. Das kannst du haben. Bitte schön. So, und jetzt mein Bester. Jetzt bin ich gespannt, ey. Ja. Kann da noch was kommen? Heb ich mir auf. Heb dir auf. Okay. Wir gehen rein in die Bettpause. Das ist okay. Bist du sicher? Ja. Oh, wir hätten drüber reden können, aber nee. Nee, nee. Und ich tagge jetzt meinen Versuchstiger aus für Gladys. Oh, jetzt muss es kommen. Jetzt, komm schon. Kriegt da Schlobo aber den Win. Das schmeckt doch nach einem Win, Alter. Jawoll. Oder war es nur ein Bait? Wir werden es gleich sehen. Denn ich habe extra mein schwaches Monster abgeworfen. Um dir jetzt die Löffel lang zu ziehen. Oha. So, kann denn der noch irgendwas? Der kann ich gar nicht, oder? Nee, 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 das war schon. Gut, dann entledigen wir uns auch diesen. What? Wir recyceln alle Monster, die wir im Grave haben. Ja. Und holen einfach einen riesigen. Boah, krass. Und jetzt bin ich gespannt. Okay, da kommt tatsächlich nichts. Das ist sehr gut. Ja. Aber jetzt fluten wir das ganze Board. Was? Hier wollen wir dich haben. Langsam werde ich richtig gut in den Deck. Ich bin auf zwei Gladbeasts. Cringe. Wir probieren es einfach mal aus.
Da holen wir uns sie auf jeden Fall zurück. Und essen. Geht das? Oh mein Gott, ist das cringe, Alter! Jesus! So, und dann müssen wir das einfach mal machen. Overlay, ja. Genau. Für Gagaga Cowboy. Oh, das wäre so toll. Dann burn ich dich zu Tode. Okay. Okay. Quick Play. Damit würde ich dann abgeben. Und den Summon von der Hand. Okay. Gut. Wenn du dich da mal nicht verkalkuliert hast, mein Bester, denn... Wir werden sehen. Ich spezial beschwöre jetzt ein fettes Bossmonster, indem ich ein Licht und ein Finsternismonster aus meinem Friedhof verbanne. Es ist mein Thun-Chaos-Drache Levian. Let's go! Oh nein. Oh, das ist bitter. Ja, Mann. Fand ich auch. So, jetzt ist das Problem. Der darf offiziell nicht angreifen. Das ist super. Sprich weiter. Was wir aber machen können ist, jetzt wird es nämlich wild. Ich habe noch einen Sagenhaft-Empfänger auf meiner Hand. Oh, was kommt denn jetzt? Special Summon! War Runde Fleur oder was? Das wäre crazy, oder? Sagenhafter Leviathan! Wir gehen rein in die Battlefront. Ah, okay. Der recycelt ja also. Okay, den kriegen wir aber geoutet. Hoffentlich. Hoffentlich? Nicht mit der Hand, die du aktuell hast, I don't think. Ah, ich auch nicht. Gewinne ich das? Wenn er kein Gladbeast gezogen hat? Ich dachte, das hat. Er hat ein Gladbeast gezogen. No! Aber du musst in Battlephase reingehen, kannst die Quickplay aktivieren. Kriegst du einen großen Bre hin? Ihn nochmal. Achso, der kann auch vom Grave. Ah, okay. Okay. Aber ich krieg den nicht geoutet, Leute. Natürlich schade. Noch nicht. Wir gehen erstmal in die Battleface. Ja. Geh mal. Also ich krieg den schon geoutet, aber ich krieg... Dich selbst dabei auch geoutet. Nice. Ich muss den Damage nehmen. Ich hab keinen... Und von dem anderen auch bitte nochmal. Und muss jetzt... Nee, von den anderen nicht. Doch, doch. Hab ich gehört, das ist okay. Greif mit Darius auch nochmal an. Hast ja genug Life Points. Noch angreifen. Life Points sind zweitrangig. Ja, das dann, sagen. Dann greif mit dem an auch. Den einen kannst du recyceln nur. Du kannst nur den einen recyceln. Okay. Ja, komm. Wir holen nochmal den anderen großen. Recyceln den und den. Greifen wir mit ihm nochmal an. Beide haben denselben Effekt, also es macht keinen Unterschied, wer da aktiviert wird. Ja. Der poppt. Genau. Und der andere. Oh, das ist fies. Nimmt dir dein Target! Das ist eine fiese Brise, Alter. Okay. So sieht's nämlich aus. So, und dann machen wir den hier auch noch. Ach du Scheiße. Ey, es gibt eine Karte. Oh mein Gott, es gibt eine Karte in meinem Deck. Die nimmt dich komplett ops. Boah, imagine, wir ziehen die One-Off. Boah, können wir mal bitte Chatte Plus im Chat spam, damit wir die One-Off ziehen? Oh mein Gott. Ich zeige mal die erstmal noch. Oh mein Gott. So. Eine One-Off. Es gibt alles? Diese eine One-Off, die dein komplettes Board hops nimmt. Das bereitet mir Sorgen. Weil es gibt nichts, was du dagegen tun könntest. Das ist das Krasse dabei. Doch ein Negate aufs Board bringen, oder? Okay, doch, das tut's dann schon. So, und damit er nicht so einfach zerstört werden kann.
Imagine, wir ziehen jetzt die eine Karte und er negiert sie uns. Das ist natürlich maximal traurig. So. Und damit beende ich meinen Zug. Ja. Ah, ich hoffe, du siehst jetzt Gamma, ey. Oh, er hat genau 5k. Ich bin gespannt, ob da was bei rumkommt. Hm. Es sieht nicht gut aus. Es sieht... Oh mein Gott, und ich habe noch was Gutes gezogen. No. Oh, Legende, ey. Nein! Nein! Aber er hat ja gar keine... Das ist traurig. Ich hab einfach doppelt und dreifach verloren. Kann nicht sein. Ach, Weltklasse. Oh. Erstmal followen bitte alle bei Yami Chris rein, wo ihr immer up to date seid mit den neuesten Market Watches. Vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast schon mal an der Stelle. GG, Yami Chris, du hast mich komplett fertig gemacht. Wir können gerne noch über unsere Puls, über unsere Decks sprechen. Oh, ja. Was bei mir lief, das war ja maximal tragisch. Also erstmal Reveal, was ich gespinnt habe. Erster Spin war das, was ich jetzt gezockt habe. Also das war, da in dem Pack war Time Thief, da war S-Force und Psyframe drin. Ja. Und ich habe Psyframe Lambda gecraftet, damit die Psyframes in meiner Hand immer live sind. Ja. Und ist gut, ja. Hüllentreiber ist eine N-Karte. N. Die hast du nicht gezogen? Ich habe sie nicht gezogen. Das heißt, alle Psyframe-Karten, die ich gezogen habe, waren komplett für einen Mülleimer einfach. Ach, direkt Trash. Das war so unlucky. Das Pack an sich, ich hatte eigentlich viel Glück. Ich habe eigentlich cooles Stuff. Ich habe sogar IP gezogen, aber nichts, womit ich mit IP reingehen könnte oder so. Also, ja. So, das hat ja halt so ein bisschen, es war so lucky, das Opening, aber die kritischen Low-Rare-Pieces haben gefehlt aus dem Pack. Das war echt bad. Dann mein zweites Spin-Pack war Endymion. Und das ist eins der teuersten Decks in Master Duel. Ah, also okay. Du hast Mythical Beast und Endymion da drinne. Aber genau, Servant ist eine Super Rare. Und dann der Big Boy, der Big Papa, der ist eine Ultra Rare. Und der Monster Negate ist eine Ultra Rare. Ja, und okay, der Mythical Beast, der den Negate, so, der sich in der Scale poppt und dann den zu searchen, der ist auch eine Ultra Rare. Also es ist schon borderline unplayable in so einem Setting. Ja. es ist schon borderline unplayable so im Ranked. Und du brauchst lange, um das Deck zusammenzukriegen. Genau. Und mein dritter Spin war dann hier Artifact. Oh mein Gott. Das hätte ich, weil Artifact ist mit irgendeinem random-ass anderen, das wusste ich nicht mal, was das für ein Archetype ist. Dachte ich mir, nee, scheiß drauf. Wir nehmen die Time Thieves, das sieht ganz gut aus. Ich dachte mir so, ich chill mit so 10 Handtraps einfach auf meine Hand permanent gegen dich. Könnte ganz gut sein. Psyframe Alpha, wenn du was summonst, zurück ins Deck mischen, negate. Ja, aber Imagine Driver ziehen halt, ne? Ja. Das ist ja krass. Aber okay, bei ist dir ja wirklich sehr unglücklich gelaufen, ey. Lief ja richtig nice, Alter. Na, ich hab ich hab gespinnt, warte, ich hab's auf. Stimmt, davon haben wir gar nicht. Haben wir davon irgendwas Pendelmagier gesehen? Pendelmagier, nein. Okay, du hast mich gerade. Okay. Er nimmt mich auf. Zu viele SR und UR-Karten. Digga, wenn man Schlomo AW heißt, macht man, dass es trotzdem funktioniert. Da konnte ich nichts machen. Also wirklich. Das war. Nee, hast du wirklich Pendelmagier gezogen? Ich hab Pendelmagier gezogen. Aber da habe ich so viel SR und UR-Karten. Digga, mit Pendelmagier habe ich Francis 3 Folgen lang rasiert. Echt? Ja. Da hat der Francis richtig schlecht gezogen, oder? Nein. Pendel Magician ist gezogen, OP, oder? Digga. Echt? Das ist mein Lieblingsdeck. Also ich habe erst gedacht, ja, hier, ich hole mir hier den Blackfang, weil der wirklich krass ist. Oder hier die Duelisten-Allianz hier. Oder Duellanten-Allianz heißt hier, glaube ich. Oder Pendulum Call ist, glaube ich, auch sehr gut. Pendulum Call ist in so einem Format, wo du keine Ash befürchten musst, insane. Ja, aber wenn ich dann aber nichts habe, was ich summon kann, ist schon schwierig. Ich habe erst überlegt, das zu vereinen mit Gladbeast, aber... Ja, bei Pendel musst du all-in mit Pendel gehen. Das ja, genau. Geht sonst nicht. Ich hatte Angst, dass ich dann zu krass bricke und dann von dem einen oder anderen nur, dass ich so ein paar Spells oder Traps sehe
Nee, dann bin ich lieber auf Pendel, auf Gladbeaks geblieben. Ja, hat sich ja auch ausgezahlt auf jeden Fall. Ja. Hä, warum nicht Karakuri, hä? Karakuri? Ja, das war also dein erstes Pack. Ach so. Die Bres hast du Gladbeaks komplett vergessen. Die habe ich vergessen. Ja, nee. Ich habe erst geguckt, ob ich die nochmal crafte. Nee. Aber Gladbeaks sind immer besser. Ja, Gladbeaks war echt strong. Und diesmal sogar ohne die Trap. Die habe ich extra sogar nochmal ein drittes Mal reingenommen. Ja, weil die habe ich befürchtet. Ich habe sie nicht einmal gesehen, leider. Ja, okay. Ach, richtig, richtig schlecht gezogen, was das anging. Aber so an sich, richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht, weil ich natürlich gewonnen habe. Es hat auch Spaß gemacht, auch mir, auch wenn ich verloren habe. Es war, ey, das erste Game war ja mal insane. Das war krass. Das war ging insane, ja hin und her. Comeback AW, nennt man mich auch. Ja. Ja, leider hat es nicht ganz für Game 2 und 3 gereicht. Story of my life. Ja, da habe ich einfach das beste Deck gepickt. Das halt. Machst du nichts. Imagine 10 Handtraps. Psyframe. Halt, imagine. Naja. Die haben halt auch alle einen Schuss. Die schießen irgendwas und das ist halt krass. Ist okay für die Challenge, ja. Das ist super. Dass du das Link-Monster gezogen hast, war richtig geil. Habe ich sogar viermal. Ja. Okay. Ja, klingt auf jeden Fall strong. Baron de Fleur habe ich auch gezogen. Die Endbestrafe habe ich auch bezogen. Nee. Aber mit denen kann ich nichts anfangen, einfach so. Hä, wirklich? Ja. Du hast Baron de Fleur gezogen? Ich habe Baron de Fleur gezogen, ja. Beim ersten Mal schon. Die hatte ich auch mit drin, weil ich einen Zehner bauen kann. Aber da hast du beim ersten Match, beim dritten Duell war es dann, da hast du meinen Achter dann geschossen. Dann konnte ich nicht mehr in Baron de Fleur gehen. Wollte ich nämlich eigentlich machen. Hast du mir da versaut. Wild, Digga. Okay. Alter. Ja. Krass. War richtig unlucky. Der Yami Chris wird dem Namen alle Ehre. Wie Yami Yugi, Alter, geboren auch für diese Challenge, Alter. Wirklich crazy. Ob ich mich von dem Loss jemals erholen werde, ist so krass, hast du mich fertig gemacht. Plug mal all dein Kram, was du vorhast, was du machst, wo man dich findet. Also mich findet ihr auf Instagram, auf Thread, auf Twitch tatsächlich. Ich will jetzt wieder öfter streamen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Dann natürlich YouTube. Dann Podcast, gerne immer dabei sein. Wir nehmen auch Fragen aus dem Podcast mit ran. Und was ich in Zukunft noch machen will, natürlich die Yami Quiz Series nochmal ins Leben rufen. Da bist du natürlich auch ein sehr gesehener Gast. Du kommst ja auch aus Berlin. Yes. Francis Game ist wahrscheinlich dann auch mit am Start. DTV auch. Ach, alle, die so aus Berlin kommen, werden natürlich herzlichst eingeladen. Und ich würde natürlich auch gerne so mehr mit YouTuber-Kollegen zusammenarbeiten, weil das extrem viel Spaß macht. Es macht einfach Spaß. Habe ich richtig Bock drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen und schalte auch nächste Woche wieder ein, wenn es Zeit ist für die Secret Pack Challenge.